Das Fingerhackeln ist nicht nur ein alter bayerischer Volkssport, es ist ein Sport für harte Männer. Vier Zentner kann fast jeder von denen mit einem Finger vom Boden lupfen. Und es sollen welche dabei gewesen sein, die einen beladenen Viertonner einfach wegziehen können. Der Tisch, auf dem gehackelt wird, ist selbstverständlich festgenagelt. Ein furchtbarer Schrei entfährt dem Böhm Martin aus Oberammergau. Vielleicht soll es den städtischen Gegner schrecken. Der aber zirkt unverdrossen, bis sein Kopf ausschaut wie ein Blutwurstkrästel. Der Peter schaut aus, als ob er gerade nausheilen möchte. Und ehrlich gesagt, das ist auch zum Warnen, wenn's dann am Nachmittag fast 50 Mal zum Hackeln noch drehen musst und wenn's meinst, dass dein Mittelfinger so dick und so lang ist wie ein Leonerwurst.